Welche Band war die erste Heavy-Metal-Combo der Welt? Trinken Metal-Fans jetzt auch Tee statt Bier? Und was wird in den Metal-Studies weltweit eigentlich erforscht? Heute bei mir zu Gast der Kulturhistoriker und Metal-Fan Dr. Peter Bichler vom Institut für Rechtsgeschichte. Gleich geht's los und ab die Irons! Geschmackslaborgespräche an der Uni Graz. Geschmackslaborgespräche, heute eine Special Edition, nämlich zum Thema Heavy Metal, das mir sehr am Herzen liegt. Man sieht es schon an meinem Outfit. Und kann man Heavy Metal wissenschaftlich beforschen? Also wir haben immer zu unseren Podcast-Themen einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin eingeladen. Und ja, es gibt bei uns auf der Uni, an der Karl-Franzens-Universität in Graz, einen Forscher, der sich wirklich mit Heavy Metal auseinandersetzt. Lieber Peter, ich begrüße dich hier im Podcast. Dr. Peter Bichler ist Geisteswissenschaftler, Historiker, der derzeit ein spannendes Projekt eben auf den Rechtswissenschaften hat und sich mit Heavy Metal beschäftigt. Wir werden uns das natürlich im Laufe des Podcasts genauer anschauen. Aber zuerst meine Einstiegsfrage an dich, lieber Peter. Was hast du zum Trinken mitgebracht? Natürlich bei Heavy Metal, man denkt an Bier. Ist es ein Bier geworden? Ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen, Fritz, aber ich habe da was sehr themenpassendes mitgebracht. Es gibt in Österreich einen Heavy Metal Day, den habe ich da mitgebracht. Ich hoffe, er besteht nicht aus Schwermetall, sondern aus was anderem und den werden wir jetzt verkosten während des Podcasts. Danke, lieber Peter. Ich habe ja dann schon im Vorfeld vernommen, da gibt es heute was, Bier ist das nicht. Es gibt wirklich einen Heavy Metal Day, ich wollte es nicht glauben, ja. Und den werden wir uns jetzt dann zu Gemüte führen, beziehungsweise einmal ziehen lassen. Aber dass es nicht ganz so vom Thema weit weg ist, haben wir das in Tassen, heißes Wasser. Und da haben wir natürlich zum Thema passend Iron Maiden Tassen. Der Peter hat eine, nämlich vom Album Brave New World. Bruce Dickinson ist dann wieder dazugestoßen zu Iron Maiden, nachdem er einmal kurz ausgestiegen ist. Und da habe ich von der Tour The X Factor 95-60 vom Konzert mir die Tasse mitgenommen. Damals noch mit Blaze Bailey, der da gesungen hat. Und in diesen zwei Heavy Metal Tassen machen wir unseren Heavy Metal Day und hoffen, dass uns die Stimme erhöht und wir dann einiges dann noch von dir hören und dann einen spannenden Podcast. Ja, man sieht schon, der Fritz ist ein Heavy Metal Profi, er weiß, wann wo welcher Sänger bei Iron Maiden war. Ich habe jetzt gerade die Wahl gehabt zwischen Bruce Dickinson und Blaze Bailey. Ich habe mich für Bruce Dickinson entschieden die und das ist Lehre. Die reine Lehre und das ist schon ein Statement und ich freue mich auf den Podcast. Hoffentlich. Ja, dann setzen wir uns den Day an und dann geht es gleich los. Heavy Metal, was da alles drinnen ist, nämlich, das kann ich schon verraten, eine ganze Menge an was haben wir da drinnen? Schwarzkümmel, Rooibosch, Thymian, Bohnenkraut, Lila-Karotten, Pfeffer, Schwarzkreuzkümmel und schwarze Stockrosen. Also alles sehr kräftig vom Geschmack. Genau. Das auch so beflügelt. Also die Idee ist halt, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich so zum Thema so einen kräftigen Tee zu machen. Kein Hopfenblütentee, aber halt doch ein schwerer Tee. Ne? Ja, also meiner ist schon drinnen. Schauen wir mal, dass er ein bisschen zieht und kräftig wird. Also da darf man nicht sparen. Das muss schon sein. Bevor wir uns dann die Stärkung dann genießen, du, wie schaut es aus eigentlich? Wie bist du auf das Studium der Geschichte gekommen? Was waren deine Beweggründe nach der Schulzeit, Geschichte zu studieren? Waren da schon während deiner Schulzeit irgendwelche Lehrer, die dich beeinflusst haben, was das war positiv oder hat dich das immer interessiert? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Also es ist so, das Geschichtestudium, die Wahl zum Geschichtestudium ist so gekommen, dass sie mich eigentlich schon als 7, 8, 9, 10-jähriges Kind einfach sehr dafür interessiert habe, wenn Verwandte von der Zeitgeschichte erzählt haben, von der Zeit vom Krieg oder auch später. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist irrsinnig spannend, sich mit vergangenen Zeiten zu beschäftigen. Und das ist ganz richtig, in der Schule war das dann so fokussiert eigentlich das einzige Schulfach, das mich wirklich total interessiert hat. Ich habe teilweise gute Lehrer gehabt, teilweise ein bisschen schlechtere, aber ich habe einfach, also ich habe auch in Geschichte maturiert
Und ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ja, das interessiert mich schon total, da studiere ich einmal rein. Aber wie ich dann zu studieren begonnen habe, hier in Graz an der Karl-Franzens-Uni, ich habe nicht nur Geschichte studiert, weil ich eigentlich nicht ganz genau gewusst habe, ob ich das jetzt genau machen will, was macht man, wenn man nur Geschichte studiert, wenn man es nicht auf Lehrfach studiert. Also ich habe Diplom inskribiert und ich habe dann insgesamt in 4 verschiedene Studienrichtungen reingestudiert. Das heißt, ich habe mich mit Philosophie beschäftigt, ein bisschen mit Journalismus und auch ein bisschen mit Anglistik. Und aus heutiger Sicht war das genau das Richtige. Ich habe dann nämlich so 3-4 Semester gehabt, die heute als Orientierungsphase bezeichnen würde. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, das ist es eigentlich schon ganz genau. Nämlich so in wissenschaftlicher Form mit Texten, mit Quellen, mit der Vorstellung von der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und nach den 4 Semestern habe ich dann ganz genau gewusst, ja, das möchte ich machen. Und dann habe ich mich darauf fokussiert und deswegen besser studiert. Ja. Genau. Und wenn du heute nochmal 18 Jahre alt wärst und vor der Berufsentscheidung bzw. vor der Studienentscheidung stehen würdest, wäre es dann wieder Geschichte oder würdest du sagen, vielleicht Maschinenbau interessant, Physik, Mathematik oder vielleicht, weil du jetzt an den Rechtswissenschaften ja tätig bist, vielleicht doch Jus studieren? Also aus heutiger Sicht, ich würde wieder Geschichte studieren, aber ich würde es genau wieder so machen, nämlich mich nicht von vornherein zu sehr auf A-Fach konzentrieren und fokussieren, sondern einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Also ich habe das als sehr wertvoll empfunden, auch gerade an der Geisteswissenschaft und an anderen Fakultäten in Graz, dass man einfach die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereiche reinzustudieren. Aber ich würde aus heutiger Sicht definitiv wieder Geschichte studieren, weil ich eben in dieser Zeit einfach gemerkt habe, ja, das ist es eigentlich, das kickt mich, ne? Das möchte ich machen. Schon, ja. Das heißt, als Tipp war jetzt dann für Jugendliche, junge Menschen, einfach auf der Uni vielleicht ein bisschen mehr zu inskribieren und einmal schauen, wo sind da die Interessen, wie schauen die Fächer aus und wo wird man da vielleicht noch am meisten mitgerissen und dann die Richtung auch zu verfolgen? Also mein Tipp wäre, nehmt euch Zeit, wirklich genau das rauszufinden, was euch am Herzen liegt. Natürlich eine kluge Entscheidung zu treffen, die alles mit einbezieht, also auch Existenzsorgen, kann ich davon leben, wie kann ich davon leben, aber es ist, man verbringt sehr viel Zeit in Arbeit und damit am Job und also meine Priorität war immer was zu machen, das einem einfach am Herzen liegt, also der Tipp wäre, verfolgt wirklich das, was euch am Herzen liegt, da kommt da was raus dabei. Ja, dein Job liegt da am Herzen, also was ich mit dir schon die Vorgespräche gehört habe, du bist interessiert am Heavy Metal und kannst dazu auch forschen, ja? Genau. Wie kann man sich so viele Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt zuschauen, vorstellen, wie kann man Heavy Metal beforschen? Das ist ja quasi Musik und Bands und Konzerte oder sonst irgendwas. Was kann man darüber forschen? Darf ich dazu ein bisschen ausholen? Bitte, gerne. Also es ist grundsätzlich so, ich bin zum dem Forschungsbereich gekommen. Ich komme ursprünglich aus der europäischen Zeitgeschichte. Das heißt, ich habe mich mit Fragen beschäftigt, was macht denn so nach dem Zweiten Weltkrieg das vereinte Europa aus? Und aus dieser Fragestellung raus bin ich eigentlich zum Heavy Metal gekommen. Nämlich insofern, dass es jetzt schon seit fast 15 Jahren, zumindest seit 10 Jahren, eine weltumspannende Forscher-Community gibt. Das sind die sogenannten Metal Music Studies, das ist sehr interdisziplinär. Da sind beteiligt die Musikwissenschaft, die Philosophie, die Geschichte, inzwischen auch ein bisschen die Juristen, Soziologen und so weiter. Und ich habe so vor 10 Jahren gemerkt, na, da ist eigentlich sehr viel los, da entstehen Strukturen, da gibt es Konferenzen, da kommen immer mehr Bücher. Und dann habe ich mal die Frage gestellt, wieso ist das so, was ist da los? Und eigentlich die Antwort besteht darin, dass Heavy Metal eigentlich ein historischer Prozess ist, ein popkultureller historischer Prozess, der ungefähr um 1970 gestartet hat in Großbritannien. Heute ist nicht mehr so ganz klar, ob Großbritannien zu England gehört, aber eigentlich von Großbritannien aus hat Heavy Metal als Subkultur, die heute eigentlich die ganze Welt umspannt, so den Siegeszug um die Welt angetreten. Und man kann es eigentlich genauso betrachten, von den 1970er Jahren über die 1980er, dann über die 1990er ist eigentlich in Europa ein grenzenloser Raum entstanden, wo das, was die Heavy-Metal-Kultur ausmacht, also der und lange Haare,
T-Shirts, wie du hast, das wird in London verstanden, das wird in Graz verstanden, das wird in Moskau verstanden. Und eigentlich ist da ein großer Europäisierungsprozess vor sich gegangen. Und da habe ich mir dann einmal die Frage gestellt, na, das wäre ja spannend, eigentlich einmal historisch anzuschauen, weil eben so das Umfeld war, es gibt immer mehr Forschung dazu, auch aus verschiedenen Bereichen, aus der Musikwissenschaft, aber eben so zu dem Zeitpunkt, wie ich mich damit zu beschäftigen begonnen habe, intensiver damit zu beschäftigen begonnen habe, so vor 6, 7 Jahren, da hat man einfach gemerkt, es fehlt ein historischer Zugang. Das heißt, was es an Geschichtsschreibung, an Geschichtsreflexion, an kollektiven Gedächtnis zum Metal gegeben hat, das war eigentlich sehr viel Mythenbildung. Also mein Eindruck war, da braucht es ein bisschen die Historiker, die das auch kritisch anschauen und einfach auch methodisch reflektieren. Und das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, na, das wäre ja spannend anzugehen. Und genau das war dann der Einstieg dazu. Mhm. Und so kann man es, glaube ich, auch verstehen und erforschen. Mhm. Also als Historiker, der sich einen langen historischen Prozess so über 5 Jahrzehnte jetzt anschaut. Also da sind mir schon einige spannende Fragen dazu eingefallen. Aber noch einmal ganz kurz zu deinem Projekt. Du beschäftigst dich jetzt mit der Steiermark im Zeitraum zwischen 1980 und 90, oder? Darf ich auch da ein bisschen ausführen? Ja, sicher. Nur circa, dass man einordnen. Nein, also in meinem aktuellen Projekt schauen wir die Metal-Szene in der Steiermark von 1980 bis heute an. Ah, okay. Aber eben genau in dem Zusammenhang, man kann die ganze Geschichte eben nur verstehen, wenn man es als eine Geschichte begreift, die Lokales, die Globales aufgreift und das aber sozusagen in der Steiermark dann widerspiegelt. Ne? Also zum Beispiel Breaking the Law von Judas Priest oder The Number of the Beast Klassiker von Iron Maiden sind in der Steiermark gecovert worden, aber teils mit steirischen Texten und solchen Dingen. Das heißt, mein Projekt ist im Moment, ich schaue mir die Geschichte der steirischen Heavy-Metal-Szene von 1980 bis heute an. Ja, also so spannende Sachen, die der Peter gerade erwähnt, oder so Coverversionen, wer das war, das werden wir dann alles noch einmal posten, beziehungsweise alles unterhalb von unserem Podcast, dass man eben die ganzen Links sieht, oder spannende Sachen, wissenschaftliche Zeitschriften dazu, dass man das auch nachlesen kann, weil sonst, glaube ich, wird man da nicht nur über eine Stunde sitzen, sondern 5, 6 Stunden, was natürlich auch spannend wäre, aber natürlich sprengt das dann einen gewissen Rahmen, aber da bitte einfach dann dazuschauen, bei den Links unten ist dann einiges zu finden. Zu dem Ganzen. Ja, eine Frage, die mich jetzt brennt, und jetzt hole ich da gleich meinen Sackerl raus, ich bin schon durstig, und dann schauen wir, wie stark der dann geworden ist. Die Frage zur Entstehung des Heavy Metals, du wirst es schon oft gehört haben, es ist umstritten, wer war quasi die erste Band, die man als Heavy Metal bezeichnen kann? Jetzt muss ich mich ein bisschen outen, aber ich denke, man kann es recht eindeutig beantworten. Da gibt es inzwischen eine ganz gute Forschung. Die Musikwissenschaft sagt eigentlich recht eindeutig, dass das schon der Klassiker ist, den man immer betont, nämlich Black Sabbath. Nämlich die haben, also Heavy Metal ist entstanden um 1970, 1969, 70 und zwar aus den Gegenkulturen der 60er Jahre, weil man einfach gemerkt hat, ja, so die Vision, die die Hippies gehabt haben, eine schöne Welt, nur in Frieden und Liebe. Es ist dann um 73 hat das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich wieder intensive Wirtschaftskrise gegeben, eine Ölkrise. Das heißt, man hat so gemerkt, das Dunkle verschwindet nicht aus der Welt. Gleichzeitig hat es sehr viele technische Entwicklungen gegeben, wie neue Verstärker, neue Medien, die einfach diesen schweren Klang ermöglicht haben. Und Black Sabbath waren eigentlich die ersten, die wirklich diese Sprache, die wir heute noch mit Heavy Metal verbinden, also schwere, starke Verzerrung, hinuntergestimmte Gitarrenstrukturen, Songstrukturen, die wirklich darauf beruhen, dass es nicht so sehr um Melodien oder getragenen Gesang geht, sondern dass wirklich das schwere Gitarrenriff wirklich das ganze Musikstück tragt. Und dazu noch die dunklen Themen. Teilweise Satanismus, teilweise Themen wie Esoterik, Dunkelheit, all das habe ich bei Black Sabbath. Deswegen kann man schon sagen, das ist so der Archetyp, die Schablone, aus dem Heavy Metal entstanden ist. Das heißt, das war schon ein technischer Aspekt auch. Das heißt, durch die Technik, die gekommen ist, war auf einmal für die Musiker möglich, was Neues zu entwickeln und was Neues zu machen und dann auch in die Richtung zu gehen, dass man sagt, man hebt sich jetzt ein bisschen ab, sagen wir von Hip und von dieser Richtung und geht in die Richtung. Genau. Vollkommen richtig, ja.
Und auch von den Texten her hat man sich dann unterschieden. Also weil du Black Sabbath erwähnt hast, gibt es ja die eine Zeile, Happiness I cannot feel and love to me is so unreal. Also quasi weg von der Liebe und vom Frieden, dass man sagt, auch hat man die abgeholt, die damit nichts anfangen haben können. Die sagen, ja schön, Liebe und Friede, aber das ist nicht meins. Wie kann man das also sehen, historisch das betrachtet kann man so sagen, dass jede Musikkultur, jede Popkultur eigentlich immer mit der Gesellschaft mitschwingt, die sie umgibt. Das heißt, es werden die Themen aufgenommen. Es ist irgendwie so ein bisschen ein Reflex, der mitschwingt mit den Themen, die diese Popkultur umgeben. Und das war eben genau bei Heavy Metal. Es hat das erste Mal so um 1970 wieder wirkliche Krisenerfahrungen gegeben, Wirtschaftskrise, Ölschock und so weiter. Und man hat einfach gemerkt, ja, die Dunkelheit, der Krieg und so weiter, Vietnamkrieg, das bleibt ja in unserem Leben da. Und Heavy Metal hat sich sozusagen um diesen Teil der Welt gekümmert und den Künstlern und auch den Fans und auch den Medien einfach dieses Vakuum, diese Themen, um die sich zuerst die Kultur nicht so gekümmert hat, das hat aufgegriffen und genau das finde ich eben bei Black Sabbath. Und also ich muss jetzt an ein Bild denken, dass das genau aufgreift, das kursiert so seit 15 Jahren im Internet. Da passiert der Ozzy Osbourne, also der erste Sänger von Black Sabbath, posiert mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem steht drauf Hippie Killer. Und genau das ist es, ne? Eben dieses Drüberkommen über diese vielleicht zumindest teilweise naive Vision, die so um 68 gelebt worden ist und dann auch ein bisschen niedergebrochen ist. Also so ein Reflex von Krisenerfahrung und schon auch ganz handfest sich mit der dunklen Seite auseinandersetzen. Ne? Ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, aber mir ist jetzt spontan eingefallen, kann man das so sagen, also die Metaler, oder die Metal hat sich gekümmert so um die dunklen Themen, während ja in den 70er Jahren, also nach dem Hippie, auch der Disco ja richtig aufgekommen ist, also auch in Amerika, und das war eigentlich nur fortgehen, leben, Gaude haben, also tanzen, aber da ist ja selten was Politisches, was richtig politisch verarbeitet und oder was Negatives und quasi, dass man da sagt, auch irgendwie eine Spaltung, die einen in Richtung Disco und die anderen in Richtung Metal, dass das auseinandergegangen ist. Und weißt du was dazu? Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil es in der Heavy-Metal-Kultur schon immer dieses Hedonistische hat ja schon immer gehabt. Also es ist ja doch schon auch immer bei jedem Konzert ist er so ein Feiern und eine gute Zeit haben gegangen, aber in Heavy-Metal-Form, nämlich so feiern in einer Form und das hedonistische Ausleben, die sich eben einfach auf das Dunkle einlässt. Ich glaube, das ist wirklich so, der Habitus war, dass man einfach nicht die Augen vor der Welt verschließt. Ne? Also das ist der Zugang, der dahinter steckt. Und vielleicht ist das, was vielleicht eher so Mainstream-Popkulturen der 70er Jahre, du hast Disco genannt, man kann jetzt an R&B, Soul, Funk und andere Themen denken. Da hat es schon natürlich auch sozialkritische Dinge gegeben. Aber der Metal wollte eben immer sich ganz genau die Augen weit aufmachen und sich damit auseinandersetzen. Es sie nicht bequem machen. Ja? Ich glaube, das wird es auseinanderhalten. Ja, dann schon meine Frage ist wieder zurück ins Lokale vom Internationalen, dann Metal in der Steiermark, wenn man dann wirklich jetzt die Anfänge anschaut, wenn man so, ich sag mal, zwischen 1980 und 90, wie hat da die Szene ausgeschaut, wenn du jetzt rückblickend forschst und das anschaust, wie weit verbreitet war das mit nicht nur Leuten, die es gehört haben, sondern auch Leute, die das gespielt haben oder Leute, die probiert haben, als Bands erfolgreich zu sein oder irgendwo Auftritte zu haben. Ist denen ein starker Wind da entgegengeweht in der Gesellschaft oder also was kannst du da berichten? Das passt optimal, weil es gerade im Moment super zu meiner Forschung zusammenpasst. Also ich bin im Moment dabei, vor allem Oral History Interviews auch mit Leuten zu führen, die um 80, 81, 82 in Graz die ersten Bands gegründet haben, Vereine gegründet haben. Es hat zum Beispiel in den 80er Jahren in der Steiermark einen Heavy Club Styria gegeben. Die haben in Straleck in der Weizer Gegend Konzerte organisiert. Davon kursieren zum Beispiel auf Facebook sehr lustige Fotos. Aber um die Frage zu beantworten, es hat gestartet mit einer Gruppe von Schülern von circa 15 bis 20 Leuten in einer Schule in Graz. Und die haben einfach gemerkt, okay, das sind erste Platten aus Großbritannien importiert worden. Und diese Ästhetik, dieser Klang hat sie fasziniert.
Man hat dann begonnen, so im Amateurumfeld erste Bands zu gründen. Es ist dann relativ schnell sehr viel mehr geworden. Erste Bands in der Steiermark waren zum Beispiel Skull Crusher, dann hat es noch gegeben eine Band namens Blessed Virgin, dann so bis 1990 eine Band namens Dynamite. Und das ist dann relativ schnell größer geworden. Es ist irrsinnig schwer, das quantitativ festzumachen, weil es nicht so genau ist. Aber der Kern dieser Zeit in den 80er Jahren, man kann die Zeit von 1980 bis 1990 für die steirische Metal-Szene einfach als Gründungszeit bezeichnen. Nämlich insofern, dass da eben erste Bands entstehen. Es entstehen, was auch ganz wichtig ist für eine Popkulturszene, dass Strukturen, sozusagen Institutionen entstehen, die das tragen. Das heißt, es hat viele Jugendzentren gegeben, die das tragen, weil wenn ich Heavy Metal spiele, muss ich auch irgendwo Proben und Konzerte veranstalten. Und es hat da erste Vermarktungsmechanismen gegeben. Das heißt, in den 80er Jahren ist in Graz, genauso wie du es vorher schon gesagt hast, da sind viele Aspekte zusammengekommen. Ich habe eine Wirtschaft gehabt, die sich zumindest rudimentär dafür interessiert, die Netzwerke hat, um Platten zu vermarkten. Ich habe Tonstudios gehabt, ich habe die ersten importierten Verstärker und so weiter gehabt. Ich habe Jugendliche gehabt, die sich dafür interessieren. Und was jetzt wirklich sehr, sehr spannend ist, ich habe eigentlich eine Lokalverwaltung und teilweise auch eine Kirchenverwaltung gehabt, die den Jugendlichen den Platz gegeben hat, diese Kultur zu leben, das heißt zu proben, erste Konzerte zu veranstalten. Und wie diese Dinge zusammengekommen sind, das hat die Gründung der steirischen Heavy-Metal-Szene ermöglicht. Und wenn man so aus heutiger Sicht zurückschaut, das hat eben so begonnen mit 15 bis 20 Leuten, ist recht schnell auf ein paar hundert angeschwollen. Das war eigentlich eben diese Auseinandersetzung mit diesen dunklen Themen und diesem neuen Klang. Jetzt die Frage, was ich interessant finde, auch für die Leute, die uns jetzt zuhören, wie gehst du deine Forschung an? Ja, also wie kann man sich das vorstellen, wie kann man das, ja, Interviews machen, Zeitgeschichte, Leute fragen, und wie ziehst du da die Wissenschaft raus, wenn da einer was erzählt, der sich da vielleicht zurückerinnert, ich sage mal jetzt fast 30 Jahre, wie kannst du da Fakten rausholen und sagen, okay, das kann man jetzt auswerten, oder wie ist da deine Vorgehensweise? Also mal zuerst das Allerwichtigste ist, weil es mit einem sehr interdisziplinären Gegenstand zu tun hat, und das spiegelt sich ja in meinem Projekt wieder. Das kann man nicht nur mit einer Fachrichtung allein angehen. Das heißt, ich arbeite in Graz ganz zentral mit einem Musikwissenschaftler von der Kunstuni zusammen, das ist der Karis Evdemiu. Und erst wenn man diesen beiden Dinge, diese beiden Perspektiven zusammenspannt, also wirklich das soziokulturell-historische und natürlich die Musikanalyse, die natürlich auch im Zentrum stehen will, weil sich diese ganze Heavy-Metal-Kultur eigentlich um die Musik herum entwickelt hat, dann kann man wirklich eine Aussage eben über dieses Netzwerk treffen, das ich gerade habe versucht zu schildern. Aber wie geht es jetzt an? Es ist, also mein Zugang ist ein historischer. Im Grunde genommen, was ich in der steirischen Heavy-Metal-Szene mache, das ist ganz klassische Zeitzeugenarbeit. Das heißt, die Methode, die ich anwende, das ist die Oral History, die lebt eigentlich davon, dass diese Quelle, dieses Dokument, aus dem der Historiker seine Informationen liest, im Interview zwischen dem Zeitzeugen und dem Historiker entsteht. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit einem Zeitzeugen treffe, dann besteht meine Rolle darin, für den Zeitzeugen eine möglichst optimale Situation zu erschaffen, in der sich der Zeitzeuge sensibel, respektvoll erinnern kann. Und meine Rolle ist einfach, ihn dabei zu unterstützen, seine Geschichte zu erzählen. Ja. Das heißt, es geht ganz und gar nicht darum, Informationen aus dem rauszuholen, sondern das Wesentliche ist wirklich die Geschichte, also heute ist der prägende Begriff, ist immer das Narrativ, also die Erzählung, dass wirklich der Zeitzeuge die Möglichkeit hat, seine Sicht der Dinge darzustellen, und die Erfahrung zeigt, dass das einfach am besten funktioniert. Also das Interview-Setting schaut so aus, dass ich den Zeitzeugen in einem Einzelinterview einfach möglichst gut dabei unterstütze, ihre Geschichte als Szenemitglied, sei es als Musiker, sei es als Fan, sei es als Produzent, sei es auch als Betreiber von einer Plattenfirma, dass der diese seine Geschichte erzählen kann oder sie ihre Geschichte erzählen kann. Kannst du jetzt nur spontan vielleicht ein Beispiel da geben?
Wie sind die Leute damals aufs Heavy Metal aufmerksam geworden? Wie sind sie dazu gekommen? Vielleicht fällt da was ein. Durch das Sehen von Plattencovern, durch das Hören von, durch Tape Trading, das ist vielleicht ein Begriff, den man kurz erklären muss. Das heißt, die ganze Heavy Metal Kultur hat in den 80er Jahren davon gelebt, dass ein Netzwerk entstanden ist, in dem weltweit Platten einfach per Post ausgetauscht wurden. Dann hat man eine Kassette aus Amerika gekriegt, okay, da war etwas Neues, Spannendes. Das neue Album von Metallica, das ist dann per Post in die Steiermark gesendet worden. Dann haben sie zum Beispiel die Leute vom Skullcrusher, das war die erste Grazer Heavy Metal Band, ist sofort von Schülern so im Alter von 17 und 18 gegründet worden, die haben gesehen, okay, Judas Priest, Metallica, die machen was, das interessiert uns. Na, das können ja wir auch machen. So ist das gegangen. Also Nachahmung und Anpassen an den lokalen sozialen Kontext. Weil du das erwähnst, das war bei mir in der Schule so, ja, dass ein guter Freund von mir noch heute einfach eine Schwester gehabt hat, die war einfach ein paar Jahre älter und hat einen Freund gehabt, der auch wieder ein paar Jahre älter war, und der hat dann schon quasi die finanziellen Mittel gehabt, sich die Platten kaufen können. Dann hat es die kopiert und erst in der Schule weiter kopiert. Und so haben wir die ganzen Kassetten dann einmal, dass man mit die Band. Und da haben wir schon genau das, was eigentlich eine Heavy-Metal-Szene ausmacht. Nämlich ein Netzwerk, das sich um diese Musik herum strukturiert. Das heißt, diese Kultur, diese Musik, die zirkuliert dann durch Wirtschaftsnetzwerke, durch Mediennetzwerke, die zuerst noch so amateurlastig sind, aber immer professioneller werden. Und so entsteht eigentlich eine Metal-Szene. Du hast zuerst vielleicht 15 bis 20 Leute, die tauschen die Musik, die basteln sich ihre eigenen T-Shirts, ihre eigenen Flyer, fangen an, Coverversionen zu spielen. Irgendwann werden sie einmal besser auf der Gitarre, machen eigene Songs, und so multipliziert sich das dann. Und wenn diese Faktoren zusammenkommen, so Orte, wo man es aufführen kann, Institutionen, Pubs, in Graz zum Beispiel das Q, das ist 1981 gegründet worden, wenn das so zusammenkommt, dann wird das so eine Subkultur, die einfach in der Lage ist, weiter zu existieren und zu einem historischen Prozess wird. Schwierig war es ja auch damals so, weil das hat es ja nicht alles gegeben. Also wir müssen immer von der Jetztzeit ausgehen. Na, heute du kannst alles bestellen übers Internet. Du siehst alle Lieder gratis auf YouTube oder hast deinen Spotify-Account. Du hast alles jederzeit verfügbar. Damals war das ja ganz anders. Also so ein Leiberl, da hast du müssen schauen, wo kriege ich das überhaupt her. Vielleicht hat irgendein Bekannter einen Katalog gehabt, wo du dann irgendwas in Deutschland oder England bestellen hast können, irgendwo hinschicken, vielleicht der Geld, das du nie mehr wieder gesehen hast oder so. und dann vielleicht warst du stolz auf das eine Leiberl, das du so lange getragen hast, bis die Schrift schon weggewaschen war. Ja. Genau. Also das war damals, ich finde, kann man das sagen, man hat sich einfach mehr damit beschäftigen müssen, man hat durch die Kassettentausch auch persönlich mit anderen Leuten mehr zu tun gehabt, und dass das dort leichter war, einfach auch so eine Community zu gründen. Ich sage mal im Vergleich zu heute, weil du hast ja alles, dann ist vielleicht online nur befreundet, aber du hast den anderen nie gesehen in so einer Heavy-Metal-Gruppe, heute so einer Band, auf Facebook, im Gegensatz zu damals, gibt es da auch, dass man so... Das ist eine ausgezeichnete Frage, an der sich wahrscheinlich die Geister scheiden werden, weil ein heutiger Jugendlicher kann sich das wahrscheinlich schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Aber was ich dran an der Fragestellung als Historiker ganz enorm spannend finde, was du jetzt eigentlich geschildert hast, das ist nichts anderes wie historischer Wandel, und das ist genau das, was mein Projekt machen will. Wenn man nämlich genau diesen Querschnitt durchlegt, so... Also wir sagen, wir fangen um 1980 an, dann habe ich jetzt 4 Jahrzehnte. Und dann habe ich genau das alles drinnen, was du jetzt gesagt hast. Wandel von Medien, Wandel von Vermarktungsnetzwerken, Wandel des ganzen sozialen Umfeldes. Und wenn man den Querschnitt so durchlegt, dann kommt man eigentlich drauf, dass sich da in der Heavy-Metal-Kultur nichts anderes wie der ganze historische Wandel, der in diesen 40 Jahren stattgefunden hat, eigentlich wie im Brennglas konzentriert in dieser Community stattfindet. Also was ich da einfach damit sagen will, es ist einfach total spannend, das als Beispiel für historischen Wandel zu betrachten. In allen Kulturformen, T-Shirts, Musik, Organisationsformen, Vereinsformen und so weiter. Also so würde ich das beantworten. Ja. Spannend, nur wieder spontan ein Einwurf von mir, dass manche Bands so die Zeit von damals bis heute eigentlich durchgearbeitet, durchmusiziert haben, wenn man so kreativ waren. Black Sabbath gibt es noch immer, Ozzy Osbourne jetzt schwer gezeichnet durch seine Krankheit, jetzt Konzertkarten gehabt, aber ist pandemiemäßig abgesagt worden. Iron Maiden nach wie vor, alle Herren schon um die 65, also im Bereich um die 60 plus.
noch auf der Bühne und trotzdem finden die auch noch junges Publikum. Also die Musik spricht der Junge an. Ich sage mal, da geht so mal der Opa mit seinem Sohn und dem Enkel dann fast gemeinsam auf ein Konzert. Und das spricht dann, also haben die quasi die Zeit mit ihren Themen, das heute noch empfinden, der das heute noch anspricht. Wie kann man das sehen? Also manchmal sagt man, ja gut, das war die Zeit damals und der singt nicht mehr, ja, und das war halt, aber manche haben es ja doch im Heavy Metal geschafft und sind dran geblieben und nach wie vor berühren die mit Texten, mit Musik den Menschen. Gell? Ist das dann speziell nur fürs Heavy Metal ganz besonders? Von anderen Kunstrichtern kennt man, ich sage mal, die Madonna, die ist auch doch sehr lang aktiv oder noch immer aktiv, aber gibt es da auch ein bisschen was dazu, dass man sagt, dass irgendein Phänomen ist, dass manche sich nicht neu erfinden müssen, weil sie machen eigentlich nicht viel anders als vor 10, 20, 30 Jahren ist ähnlich alles. Das ist vollkommen richtig. Man könnte es jetzt einmal oberflächlich rein auf musikalische Qualität zurückführen. Aber die Forschung, vor allem die Soziologie, sagt dazu was anderes. Nämlich, dass Heavy Metal zu einer Subkultur geworden ist, und das ist eigentlich nur die offene Frage, die es am stärksten schafft, über Jahrzehnte Loyalität zu erzeugen. Das heißt, das ist zum Beispiel jetzt irrsinnig spannend. Ich habe eben vor kurzem mit Leuten vom Explosiv geredet. Das ist ein Jugendzentrum in Graz. Und die, was dort sehr spannend ist, die führen sehr genaue Aufzeichnungen, also wirklich statistische, quantitative Aufzeichnungen, wie viele Leute und in welchem Altersschnitt zu ihren Konzerten kommen. Und da lässt sich heute ganz genau festsagen, dass alle Altersschichten, genau das, was du jetzt gesagt hast, das trifft dazu. Ich habe Leute von 60 plus, der größte Teil ist 30, 35, 40, also auch schon ein Mitwachsen mit der Musik. Und was auch sehr spannend ist, wir sind inzwischen bei einer Geschlechterverteilung von 40% weiblich zu 60% männlich. Also auch dieses ehemalige Stereotyp von Heavy Metal, nur junge Männer, die Rebellion tun, das ist auch nicht mehr zutreffend. Aber wo das alles hinführt, das ist wieder der historische Wandel. Nämlich wenn wir uns so Figuren wie Black Sabbath oder auch heute Iron Maiden anschauen, dann haben die nur überleben und auch heute noch existieren können, weil sie es irrsinnig gut verstanden haben, sich an diesen historischen Wandel anzupassen. Das heißt, machen wir es an einem Beispiel fest, zum Beispiel Black Sabbath. Ihr Debüt Black Sabbath ist 1970 an einem Tag aufgenommen worden. Und wenn man sich das als Medienprodukt anschaut, wie hat man das gehört? Im Wohnzimmer auf Platte, ne? Oder vielleicht einmal, dass ein Song im Radio gelaufen ist oder im Fernsehen oder sonst was. Was ich noch anmerken will, sensationell, dass man das in einem Tag, wie du gesagt hast, überhaupt schafft. Sonst zu teuer worden wäre, weil sonst zu teuer wäre. Ja, aber dass das möglich ist. Also andere Produktionen, wenn man, ich sage noch, ganzen Rose, die sind ja, die haben ja da so zwei, drei Monate oder was, ein halbes Jahr verbracht, dass da irgendwas zusammen explodiert, die Kosten sind explodiert und so. Ja. Und das 70 mit einem Tag was erledigt. Und trotzdem qualitätsvoll, wenn man das heute noch anhört, muss man sagen, ja wunderbar, oder? Absolut, aber das hat auch damit zu tun, dass einfach zu der Zeit, wie ganzen Roses aufgenommen haben, also ab Mitte der 80er Jahre, war Studio einfacher zugänglicher, teilweise günstiger und einfach die Technik so weit fortgeschritten. Also Black Sabbath haben mit einem 4-Spur- oder 8-Spur-Gerät aufgenommen. Ne? Da ist man zusammen, wirklich zusammen live in der Bandsituation aufgetreten. Schon ab den späten 80er Jahren sind dann die Pro Tools gekommen, wo ich so oft aufnehmen habe können, wie ich eigentlich wollen habe. Also schon da habe ich einen ganz starken historischen Wandel. Aber wo ich mit dem Beispiel Black Sabbath hin will, eben, dieses erste Album ist rein auf Platte aufgenommen worden. Wenn ich mir die Konsumsituation heute anschaue, das letzte Album, 13, ist 2013 rausgekommen, das wird nur auf Spotify angehört und gleichzeitig alle anderen Alben von Black Sabbath sind auf Spotify zugänglich. Das heißt, die haben deswegen überlebt, weil sie es extrem gut verstanden haben, sich an diese verändernde Welt anzupassen und trotzdem auch sich treu zu bleiben. Und das spricht dann wahrscheinlich einfach für die Qualität und die Fähigkeit, Loyalitäten zu erzeugen. Okay, Peter, dann müssen wir jetzt einmal einen Schluck Tee nehmen, gell? Noch einmal ein Prost mit Iron Maiden, Up the Iron Cup, ja. Ja, es ist fein kräftig. Schon kräftig, gell? Also heavy und vom Geruch her auch. Also die sehr viel Pfefferminz, oder? Ja, Pfefferminz, aber der Kreuzkümmel, glaube ich, ist es. Ja, aber
sind sie mit Namen Heavy Metal nicht so ganz falsch dabei. Noch zum Thema jetzt zurück, und ich frage immer da ein bisschen quer nach. Die haben jetzt alles auf Spotify auch gebracht und so. Die Frage ist jetzt, und das ist glaube ich einmal der Axel Rose, der sich wieder jetzt versteht mit Duff McKagan und mit Slash, in irgendeinem Interview, ich glaube der Duff und der Axel gefragt worden, ob sie in der heutigen Situation, wenn sie jetzt eine Band Guns N' Roses starten würden, als junge Burschen, noch einmal so einen Erfolg haben würden. Also, und die Antwort war dort, sie würden vielleicht andere Wege benutzen, aber sie waren der Überzeugung gesagt haben, ja, das geht, weil die sind auch zu einer entstanden, zu einer Hochblüte eigentlich von dem ganzen Movement. Also, genau. Wie schaut es denn da aus, wenn man so jetzt neue Bands, also ist das schwerer, leichter, kann man das überhaupt vergleichen in der heutigen Zeit? Du reichst mehr natürlich wie wir da auf YouTube oder sonst was, aber auf der anderen Seite muss ja gefunden werden, weil so viele Millionen Videos täglich produziert werden, raufgeladen oder sonstiges. Ich glaube, du hast da die Antwort schon selbst gegeben. Es ist nämlich beides. Es ist einerseits viel, viel leichter, weil heutzutage kann ich eigentlich ein relativ professionelles Album mit Instrumenten und Laptop zu Hause in mein Wohnzimmer aufnehmen. Das heißt, die Schwelle, Motorzig zu produzieren, auch Heavy Metal zu produzieren, ist gegen die 80er, 70er Jahre ganz weit nach unten gegangen, was jetzt natürlich auch zur Folge hat, dass es einfach mehr Leute machen. Wenn man so auf die Szene in den letzten 10 Jahren zurückschaut, dann hat es zur Folge gehabt, dass einerseits immer mehr Musik gibt, andererseits aber auch, dass die Leute voneinander lernen. Das heißt, im Durchschnitt wird die Qualität der Musik besser. Aber ich glaube, dass es sehr schwierig ist, einfach zu vergleichen. Das heißt, das, was der Axl Rose gesagt hat, das würde ich unterstreichen. Nämlich, dass man heute als junge Band einfach im historischen Vergleich einfach Wege gehen muss, die einfach dem angemessen sind. Das heißt, viel mehr noch auf verschiedensten Kanälen präsent sein. Man muss technisch am Instrument einfach besser sein, wie wenn ich 1983 in Graz mit einer relativen Rumpelband dann auftritt, in einem Vorkaller in St. Peter gehabt habe oder so. Also es ist schwierig, die Situation zu vergleichen, und genau das bringt es am Punkt, andere Wege zu gehen, um sich zu professionalisieren. Dazu noch auch von mir ein kleiner Einwurf, ja, weil es mich schon so brennt, beziehungsweise ich kann empfehlen, und es kommt dann unten auch, die Biografien von Slash, von Duff McKagan und Steven Adler, ja, auch im Vergleich zu lesen, also wie immer die ihre Bandgeschichte sehen, ganz spannend. Nur immer die umgekehrte Frage, wer hat von Steven Adler quasi sein Doppelbass eine Trommel versteckt? Also das ist, hat jeder anders beschrieben, wo der hingekommen ist. Aber auch eine ganz spannende Sache ist, der Axl ist auch gegangen nach Los Angeles, ja, und da war schon der Izzy Stradlin, der Gitarrist, war schon, glaube ich, ein halbes Jahr vorher dort. Die kommen beide aus Indiana, also kann man sagen, ein Agrarstaat in Amerika. Und die haben sich ein Jahr nicht gefunden, weil damals, du hast die Adresse vom anderen nicht gewusst, und damit bis sie einmal in einem Club quasi gefunden haben oder dort gleichzeitig waren, aber das war damals, und das muss man auch unterstreichen, die Zeiten waren so anders auch, der Wandel, dass du so in der Stadt gegangen bist, die riesengroß, und du hast den anderen nicht gefunden, wenn du seine Adresse nicht gehabt hast, das war ja fast unmöglich. In der heutigen Zeit einmal eingeben, Facebook, andere Medien, und du hast sofort Kontakt, kannst dich vernetzen, kannst Sprachnachrichten austauschen. Also auch der Wandel, finde ich, ist dann schon spannend, mit Vor- und Nachteile, aber das ist, ja, also ich finde auch, was das Heavy Metal betrifft, damals, du hast viel mehr noch so arbeiten mit Flyern und alles, und auf der anderen Seite, heute musst du wirklich, wie du sagst, andere Wege suchen, dass man da eben weiterkommt. Wie schaut es da aus derzeit mit steirischen Bands, mit der steirischen Szene? Gibt es viel Heavy-Metal-Bands, also die im Metal-Bereich tätig sind? Es ist, also eben, ich arbeite mit dem KSF Demio zusammen, und wir haben so eine relativ aufwendige Recherche schon von Metal-Bands in der Steiermark gemacht. Also es ist nicht bezifferbar, weil es ist eigentlich am Explodieren. Es ist irrsinnig viel los, gerade in den letzten
10, 15 Jahren war das immer so von Szene-Institutionen wie dem Explosiv und auch Plattenfirmen wie Napalm Records, das muss man sich einmal vorstellen. In der steirischen Provinz, in der Obersteiermark in Eisenerz, sitzt das weltweit größte unabhängige Metal-Plattenlabel. Ne? Und wenn du so starke Strukturen hast, dann sind natürlich junge Leute irrsinnig motiviert, das einfach anzuschauen. Wie lange gibt es, wann ist das gegründet? 1992. Aber was dann immer sehr spannend ist, also alle Heavy-Metal-Labels und alle Metal-Szenen entstehen in postindustriellen Settings. Das heißt, überall, wo es vorher Bergbau gibt und wo die Bergbauzechen und so weiter angehen, dort taucht Heavy-Metal auf. Ich habe das in Großbritannien, in den Midlands, wo kommen Judas Priest her und Black Sabbath aus Birmingham. Das ist eine klassische Stahlstadt. Wann ist das entstanden? Heavy Metal ist entstanden, wie das Vakuum entstanden ist, dagegen zu protestieren, dass die Schwerindustrie untergeht. Dasselbe habe ich im Ruhrpott, da ist der deutsche Thrash entstanden. Und spannenderweise, was aber in der Forschung noch nicht so ganz geklärt ist, wo ist Napalm Records entstanden? In Eisenerz beim Erzberg, in einer Phase in den 90er Jahren, wo sich die Schwerindustrie noch nicht ganz weg ist. Inzwischen hat sich der Erzberg sehr umstrukturiert, also ein bisschen Richtung Event und Happening. Aber diese Verbindung ist sehr spannend. Ja. Also, um darauf zurückzukommen, ja, in der Steiermark ist irrsinnig viel los. Ja. Also zum Beispiel das Leiberl, das ich habe, das ist eine Grazer Black Metal Band, die heißen Elende, die sind so im Moment so Richtung Durchbruch unterwegs, sagen wir es einmal so. Ne. Ah, spannend. Werden wir auch natürlich verlinken, dass man wirklich nachschauen kann und dann natürlich auch so steirische Bands supporten. Eine Frage immer, was jetzt, wir haben es schon mit Black Sabbath besprochen, das Dunkle. Das ist immer der Teufel. Der Teufel spielt da immer ein, wenn man das so sagt. Immer wieder kommt er vor, sei es in Texten, Name of the Beast, kommt immer wieder vor in Covers. Ich sage mal, viele haben gesagt, das sind ja die Teufelsanbeter, die Heavy Metal Herren. Gleichzeitig, ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, das kann sein, du musst die Platte rückwärts aufhören. Genau, ja. Ich war ein Kollege, der hat damals schon den ersten CD-Player gehabt, der hat dann probiert, so mit einem Schnellrücklauf, ob er da was hört. Hat es ja Prozesse gegeben zu dem Thema, ne? Ja, und da ist die Frage, was hat jetzt der Teufel mit Heavy Metal zu tun? Also, wir kennen so das Zeichen, ja, viele sagen die Pommesgabel, da sage ich, nein, das ist der Gehörnte, sage ich immer. Gell, also. Kann man drum streiten, hat eine lange Geschichte, aber eigentlich sagt man, dass er sogar schon das aus dem 18. Jahrhundert, aus der italienischen Volkskultur, aus der Aberglaubensstruktur in Süditalien kommt. Da sagt man schon, das ist so eingesetzt worden, um böse Geister abzuwehren. Es ist nicht ganz geklärt historisch, wo das herkommt, aber jetzt auch aus meiner biografischen Erfahrung, auch ich bin in der Schule in den 90er Jahren noch davor gewarnt worden, von einer Religionslehrerin, tu ja nicht, Number of the Beast an, Herrn, da kommt der Teufel zu dir. Aber jetzt aus meiner Sicht als Historiker, wenn man jetzt den Teufel nicht wörtlich nimmt, sondern so als Chiffre, als Metapher für all die Dinge, die wir vorher schon genannt haben, für das Dunkle, für das Böse vielleicht, aber auch für den Protest, für das, was uns am Dunklen fasziniert, uns zugleich ein bisschen abschreckt, uns aber auch Kraft gibt, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, das ist ganz stark präsent im Heavy Metal, in verschiedensten Formen, eben genau wie du gesagt hast, sei es der Number of the Beast, sei es religiöse Bezüge, sei es Prozesse, wie um skurrile Geschichten, dass man davon ausgeht, dass schon Led Zeppelin im Immigrant Song oder so angeblich Rückwärtsbotschaften eingebaut hat, aber ich glaube genau dieses... Diese Chiffre für das Dunkle, das ist konstitutiv für Heavy Metal und das ist eigentlich eine anthropologische Konstante eigentlich. Das hat es nicht nur im Heavy Metal gegeben, das hat es in der Literatur gegeben, das hat es in Filmen gegeben, das hat es selbst in der Kirche gegeben, weil vieles, was hier im Heavy Metal stattfindet, das ist ja religiös. Also der Teufel, wie er auf den Number of the Beast auftaucht, das ist ja eigentlich eine Reflexion von alter katholischer und protestantischer Bildkultur. Ne? Und insofern ist der Teufel schon konstitutiv, aber man muss ihn eben so als
als Metapher die verschiedenste textuelle, musikalische Formen annimmt. Bei Drachen, das ist so ein Spiel mit diesen Figuren. Ne? Und gerade in den 80er Jahren ist es eben darum gegangen, damals in einer teils noch konservativen Gesellschaft, einfach über dieses Symbol des Teufels Freiraum zu erzeugen. Und das hat anscheinend ganz wunderbar funktioniert. Ne? Der Teufel ist ja auch eigentlich, wenn man so das biblisch anschaut, ein gefallener Engel, also einer, der nicht gefolgt hat und aufbegehrt hat und deswegen aus dem Himmel geschmissen wurde. Ist das ein Bild, dass man sagt, dass man mit Heavy Metal, man begehrt auf gegen die Gesellschaft und irgendwelche Normen? Ja, genau, vollkommen richtig. Wenn man da noch tiefer eintaucht und noch mehr den Teufel herauskehrt aus dem Metal, hat es ja dann einmal gegeben das Black Metal, ja? Also von dem her, besonders ein Phänomen, das in Skandinavien, glaube ich, das erste Mal so richtig aufgetreten ist. Auch dann True Metal, also ich weiß nicht, was da alles da draus geworden ist. Und was haben Sie dabei und wo hat er dann der Unterschied? Warum True Metal? Waren die anderen nicht mehr richtig oder so? Also wie kam es dazu? Ich versuche mal ganz zuerst am Beginn, zuerst einmal ganz kurz so ein bisschen die Begriffe einzurahmen. Also wenn man sich heute Heavy Metal anschaut, dann ist das eben, das hat eine Stilgeschichte von inzwischen circa 50 Jahren. Das beginnt bei Black Sabbath um 1970 und man kann sich diese ganzen verschiedenen Subgenres, die es da gibt, sei es True Metal, sei es Death Metal, sei es Black Metal, man kann sich das eigentlich ganz gut so als Baum vorstellen, der so ab den 1970er, 1980er Jahren nach oben wächst und das, was man heute als True Metal bezeichnet, das befindet sich irgendwo so im Stamm bei den Wurzeln. Das heißt, eigentlich True Metal ist das, was man heute klassischerweise mit Heavy Metal verbindet. Also relativ melodisch, Judas Priest, Iron Maiden und so weiter. Und das Wort True soll genau das ausdrücken, was es eigentlich ist. Dass das dieser Stamm ist, dieser authentische Metal, der halt auch schon 40, 45 Jahre alt ist. Und da nimmt man für sich in Anspruch, dass man eben dadurch eigentlich sozusagen der wahre Heavy Metal ist. Das sind eben, eben so Geschichten. Dann in den 90er Jahren hat es ein Revival von True Metal gegeben. Das waren dann Bands wie Hammerfall oder auch Gravedigger in Deutschland. Und wenn wir jetzt bei den Baum weiter nach oben gehen, dann kommen wir irgendwann in die Krone, so in den 90er Jahren und um 2000 und dann splittert sich es auf. Dann wird der Gitarrensound immer härter, es wird immer verzerrter, es kommen auch in den Texten noch dunklere Themen dazu, untereinander expliziter Satanismus, es kommen neue Gesangsformen vor, wo man sich dann einfach schon die Frage stellen kann, ja, ist denn das eigentlich nur Gesang, wenn wirklich nur jemand guttural vor sich hingreift und hinschreit, nämlich ja explizit so, dass man die Texte nicht einmal versteht. Und einer dieser Äste, die dann sozusagen rechts nach oben gehen, das war dann eben dieser Black Metal und Black Metal ist um 1990, 91, 92, vor allem bis 1994 in Norwegen in Bergen entstanden und zwar raus aus der Kritik, dass man gesagt hat, dieser True Metal, der da unten ist, dieser klassische Metal, na, das ist ja schon eigentlich total langweilig, das sind alte Rockstars, die eh nur immer das Gleiche machen, das können wir besser, extremer, also Protest gegen den Protest eigentlich schon. Da hat man dann Themen im aufgegriffen wie ja, expliziter Satanismus, du hast das eh schon gesagt, da sind dann auch wirklich kriminelle, also wirklich verdammungswürdige, auch verabscheuungswürdige Sachen, wie dass man alte historische Kirchen aus dem 13. Jahrhundert verbrannt hat und so weiter. Aber der Entstehungskontext war eigentlich, dass sich das Rad im Metal innerhalb dieses Baums weitergedreht hat, dass man in alle Richtungen die Grenzen pushen wollte. Extremerer Sound, extremerer Gitarrensound, schlechtere Produktion, einfach, also in den Metal Studies, in dem Feld, in dem ich mich bewege, da ist der zentrale Begriff dafür Transgression, also das Brechen von Grenzen. Und genau das wollte Black Metal machen in alle Richtungen, textlich, musikalisch und dann auch im Leben und Verhalten der Musiker. Und das, was ich so spannend finde, Black Metal ist, weil es ganz grundsätzliche Fragen aufwirft, nämlich eben, wenn es eigentlich keine wirklichen Songstrukturen mehr gibt, wenn der Text nicht verständlich ist, wenn die Vocals, also ich sage jetzt Gesang unter Anführungszeichen, wenn das alles nicht mehr mit klassischen musikwissenschaftlichen Begriffen erfassbar ist, aber für die Hörer total funktioniert und dadurch als eine
neue Form von Musik so ab den 90er Jahren, 2000er Jahren wahrgenommen wird, dann kommt man nämlich schlicht und ergreifend zu der Frage, ja, was ist denn jetzt Musik und was ist schön? Und an dem Beispiel kann ich das ganz wunderbar durchdiskutieren. Und deswegen ist das ein extrem spannender historischer Prozess. Ich hoffe, ich habe da jetzt so einigermaßen das veranschaulichen können. Ja, schon. Was mir jetzt eingefallen ist, würde ich sagen, also Atmospheric Black Metal, also dass die Atmosphäre mehr zählt. Und gleichzeitig irgendwo noch nachgelesen, dass manche dann gesagt haben, sie bringen ein Album raus, also irgendwann waren die Orte in Norwegen irgendwo, die müssen sie einmal ins Studio und sagen, nein, sie treten nicht auf. Also es gibt nur das Album, mehr gibt es nicht, es gibt kein Konzert. Das ist das ja auch schon wieder das Konzert, wäre, dass ich zu meinen Fans komme und die genau, sagen dann genau. Auch dagegen, lehnen sie auf, sagen, nein, das ist kommerziell, das will ich nicht. Das ist das Album, hört das ist quasi das Testament, die Offenbarung. Genau. Und es gibt, also es ist auch wieder, kann man sagen, ein Protest zum Protest oder ich gehe ganz in eine andere Richtung. Das ist ein Protest zum Protest, aber man muss natürlich wieder unterscheiden zwischen Selbststilisierung und dem tatsächlichen Marktverhalten. Aber eigentlich ist es genau das, antikommerzielles Verhalten, weil man der klassische Metal zu kommerziell geworden ist. Das ist vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Eine Frage, die mir noch vorgekommen ist, war am Anfang von unserem Gespräch, du hast gesagt, der Heavy Metal hat sich eigentlich über ganz Europa verbreitet. Ich muss nur sagen, für die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, der eiserne Vorhang, man hat nicht einfach so wie heute herumreisen können, da war das ganz schwierig oder überhaupt nicht möglich, auch der Warenverkehr oder sonstiges. Aber trotzdem, wie ist dann die Musik rübergekommen? Weil das war doch alles westlich orientiert und trotzdem kommt das in den Osten dann rüber und findet dann auch dort die Jugendlichen, die eigentlich dieselben Probleme haben mit dem Westen. Ja, also weiß man da ein bisschen, wie da die Musik rübergekommen ist? Man weiß das inzwischen recht genau. Es gibt vom deutschen Musikwissenschaftler Wolf-Georg Zartach dazu eine Studie, der sich wirklich die ganze Heavy-Metal-Szene in der DDR in den 80er Jahren anschaut. Das war irrsinnig intensiv. Und der spannende Punkt daran ist, also die Berliner Mauer ist 1989 gefallen und das hat aber schon genau in den Formen, die wir vorher besprochen haben, Tape Trading, dann das Empfangen von Westfernsehen, Westrundfunk und so weiter. Also eigentlich Heavy Metal hat die Berliner Mauer, den eisernen Vorhang, schon weit vor den politischen Prozessen durchschritten gehabt. Und es gibt da sehr spannende Beispiele, also zum Beispiel Queen hat 1986 eine riesen Stadionshow in Budapest gespielt. Motorhead war 1983 schon in Zagreb. Iron Maiden hat 1983 in Polen ein Konzert gegeben. Also eigentlich der spannende Prozess daran ist, dass die Heavy-Metal-Kultur mit all dem, was sie ausmacht, es irgendwie geschafft hat, den eisernen Vorhang vor der offiziellen Politik zu durchbrechen. Und aus historischer Perspektive ist das ein irrsinnig spannender Prozess, weil sozusagen die Kultur kommt vor der großen Politik. Also die Europäisierung, ein sehr gutes Vergleichsbeispiel, ist dafür in der Literatur der Samizdat, der sich auch so durch den Schmuggel oder durch das Zusenden so über halboffizielle Netzwerke verbreitet hat. Ja. Aber eigentlich die Heavy-Metal-Szene gerade in Polen, Ungarn und der DDR war schon sehr stark und ausgeprägt, natürlich angepasst an ein kommunistisches Regime. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der DDR, ich habe alle T-Shirts, die ich haben wollte, selber machen müssen. Also selbst gebasteltes Iron Maiden und Metallica-Shirt. Ich habe nur mit Ost sozusagen, mit Ost-Instrumenten spielen können und so weiter. Aber das war ganz stark und ausgeprägt und auch genau wieder mit demselben Thema, nämlich Freiräume zu erschaffen in einer repressiven Situation. Aber was man auch mal zu mehr Kreativität führen kann, weil wie bastle ich das zusammen oder wie bringe ich die Instrumente so hin, die ich habe, dass es ähnlich ging wie das aus dem Westen, oder? Genau. Und auch die spannende Frage ist, also zum Beispiel, wenn man sich noch einmal das Beispiel DDR anschaut, da hat man sich, also die Metal-Szene wurde von der Stasi von Anfang an in den Blick genommen. Da wollte man zuerst sehr repressiv dagegen vorgehen. Also da hat es ja den Begriff von Rowdytum gegeben. Also man hat sie so betrachtet, man hat sie mit den Punks in einen Topf geworfen und alles, was so westlich dahergekommen ist oder sich gegen die offizielle Doktrin gesträubt hat, das ist so doch eher repressiv behandelt worden. Aber da man dann einfach gemerkt hat,
Ja, eigentlich gibt es den Jugendlichen einfach nur einen Raum, wo sie sich sozusagen ein bisschen aufführen können, wo sie eigentlich dann sogar ein bisschen glücklicher sind, wenn sie von dem tristen Mangelwirtschaftsalltag ein bisschen abgelenkt worden sind. So ab Mitte, gegen Ende der 80er Jahre, ist das so von der Stasi eher so halboffiziell akzeptiert worden und sogar, es hat dann sogar eine starke Studie gegeben vom Zentralinstitut für Soziologie, die sich die Metal-Szene wirklich angeschaut hat und sogar in offiziellen, also in SED-Heimen und so weiter haben Heavy-Metal-Konzerte stattgefunden. Also der spannende Prozess war, dass Heavy-Metal selbst in der Lage war, sich in so einer Umgebung nicht durchzusetzen, aber zu etablieren und sich an so ein autoritäres Regime anzupassen. Ne? Die Frage, die ich jetzt spontan habe, wie schaut es dann mit den Texten aus? Also haben die Bands natürlich dann aufpassen müssen. Ja, vollkommen richtig, Texten, vollkommen richtig. Also es gibt dann einfach Beispiele, das hat man nicht nur im Heavy Metal gehabt, das hat man bei anderen Rockbands, wie zum Beispiel bei den Buddies oder sonst was gehabt, die haben oft Selbstzensur geübt, aber haben es dann auch meisterhaft verstanden, Metaphern zu verwenden, die so am Grat dahingewandert sind, wo man Anspülungen gemacht hat. Das ist vom Publikum verstanden worden, aber gleichzeitig keine Angriffsfläche für die Kritik. Aber genau das, was du sagst, war der Mechanismus. Ja. Ganz kurz noch, du hast 1983 war das in Polen, das Konzert von Iron Maiden. Da war die Kirche auch sehr stark. Hat es da auch nicht einen Gegenwind gegeben? Weil das ist ja, da kommt ja zwei Sachen. Also das eine ist das Regime, das Politische, und das andere kommt das Kirchliche, und das Ganze trifft sich dann quasi ja, bei Iron Maiden, die den Number of the Beast singen und andere Songs. Weiß man da noch was dazu? Ehrlicherweise, ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber ich finde das jetzt die Idee irrsinnig spannend, weil ich habe damals Solidarność und so weiter, Johannes Paul II., der ja doch sehr, also zumindest symbolisch, einen großen Verdienst hat und so ein bisschen Liberalisierung jenseits des Ostblocks erreicht zu haben, aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also dazu gibt es noch keine Erkenntnis, ist aber eine spannende Frage, ist eine sehr spannende Frage sogar. Ja. Ein Video, die ich weiß nicht, ob du kennst, hätte ich noch für dich. Das war, glaube ich, das erste große Metallica-Konzert in Moskau, nachdem das System dann zusammengebrochen ist, wo die Enter Sandman spielen. Du schaust raus und da ist ein Menschen mehr und teilweise junge Soldaten, die vorne absperren, aber das auch anhören und so, Hubschrauber fliegen drüber. Also quasi, wie dann die zusammengebrochen sind, die ganzen Bands, die dann rüber sind und quasi den Mädler dorthin gebracht haben. Also ich kenne das Video, ich kenne es von dem Konzert, vor allem die Aufnahme von Creeping Death, und das ist genau das, was du sagst, das ist zutiefst faszinierend. Also man sieht, dass der James Hetfield, man sieht zuerst, wie er auf die Bühne geht, also der hat einen Bammel gehabt, dort vor 500.000 Leuten rauszugehen, das erste Mal dort, er weiß nicht, und die Leute gehen aber voll ab. Ne? Und das ist sehr spannend, das zu sehen, also das war, wie heißt der Flughafen in Moskau, es war dort am großen Flughafen in Moskau 1991, aber es ist genauso, wie du sagst. Die Kamera fährt über Menschen hier drüber, man sieht, also ungefähr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 500.000 Leute, und in der ersten Reihe stehen die klassischen sowjetischen Soldaten eingehakt und versuchen, die Menschenmeute zurückzuhalten. Das sind faszinierende Bilder. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu den Metal-Fans und auch ein bisschen auch zu den Vorurteilen. Also wenn man sagt, ich weiß es nur aus meiner Jugend, das waren die Landsoldaten. Genau, ja, also genau. Von dem ja, die laut sind, Bier trinken aus der Dose, auf der Straße oder so irgendwas. Also Rüppel, Ungestüm, laute Musik hören, das ist keine Musik, das ist ja Groch, das ist nichts anderes. Wie kann man das rückwirkend sagen? Also, Auflehnung gegen die Gesellschaft, aber ist auch die Gesellschaft jetzt toleranter geworden, weil wenn ich heute, sagen wir mal, mit so einer Kutten oder mit dem Leiberl herumgehe, es interessiert keinen. Mache ich den Fragen, ist das ein Retro-Leiberl vielleicht, genau, also, dass genau. Man, keine Ahnung, bei der Modekette kauft? Genau. Kann man da aber schon beim H&M kaufen, Motto hätte ich schätzen. Also, wie kann man das sagen, hat sich die Gesellschaft jetzt zu mehr Toleranz entwickelt? Also ich würde darauf so antworten, also erstens, das ist ein klassisches Stereotyp, also die Langzoldertypen, die nur Bier saufen, blöd in der Birn sind, so wie es uns bei Venezuela begegnet, dort ist es ein bisschen lustig, aber das ist natürlich ein reines Stereotyp. Aber was ich dazu sagen will, ist, dass man das ganze Thema einfach historisch betrachten muss. Man kann die Metal-Szene, wie sie in den frühen 80er Jahren waren,
in keiner Form mehr mit der von heute, 40 Jahre später, vergleichen. Die Zusammensetzung ist eine ganz andere. Es passt ganz gut, wie ich es vorher gesagt habe, dass ich heute bei Konzerten eine Zusammensetzung von allen Altersgruppen habe, eine Geschlechtsverteilung von 40 zu 60. Und wenn man es sich heute anschaut, es ist eigentlich ganz klassisch einfach ein Abbild der Großgesellschaft. Das heißt, du hast alle Berufsgruppen drinnen, du hast alle Altersgruppen drinnen und du hast so alle Schichten drinnen. Ja, das heißt, eigentlich ist Heavy Metal nichts anderes wie eine Geschmacksgemeinschaft. Man muss Heavy Metal selbst ein bisschen demystifizieren, die einfach so ein bisschen im Brennglas die Großgesellschaft widerspiegelt. Und aber um auf das zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass man es zuerst so kritisch angeschaut hat, die Frage ist ja, wer stellt denn die Frage, dass man überhaupt hinschaut? Ne? Nämlich die ersten wissenschaftlichen Studien, die sich mit Metal-Fans beschäftigt haben, das waren psychologische Studien in den 80er Jahren in Amerika. Ne? Und da war aber schon allein das Fragedesign so aufgebaut, dass man auch die Frage gestellt hat, löst Heavy Metal Paranoia, Satanismus und Drogengebrauch aus. Ja. Das heißt, eigentlich ist das schon eine irrsinnig spannende wissenschaftshistorische Frage. Wenn ich die Frage schon so zusammenstelle, dass in der Antwort zumindest ein gewisser Konnex hergestellt werden muss, dann muss es irgendwie zur Stereotypisierung kommen. Aber man kann das auch ganz anders anschauen. Also zum Beispiel das ganze Fach, in dem ich heute unterwegs bin, die Metal Music Studies, die sind so die ersten Studien um 1990 gestanden, genau unter dem Eindruck raus, weil man auch in der Wissenschaft gemerkt hat, na, das ist ja eigentlich total einseitig, was es da so an psychologischen Pathologisierungen und Stereotypisierungen ist. Und dann hat man sich in der Soziologie angeschaut, man hat sich in der Musikwissenschaft angeschaut, hat gemerkt, ja, es gibt ja irrsinnig große Parallelen zum Beispiel zwischen Gitarrenvirtuosen und klassischen Virtuosen. Dann hat man auch gemerkt, da kommen ja irrsinnig viele verschiedene Leute jetzt vom sozialen Stratum zu Heavy-Metal-Gigs. Und dadurch ist man dann zu einem irrsinnig differenzierten Bild mit der Zeit gekommen. Und zusammenfasst, was es irgendwie so auf den Punkt bringt, um diesen Wandel des Blicks auf den Heavy-Metal-Fan zu verdeutlichen. In den 80er Jahren in Amerika war die erste psychologische Fragestellung, löst Heavy-Metal eine psychische Krankheit aus, löst Satanismus und Drogengebrauch aus. Heute gibt es in Adelaide, in Australien, ein Jugendzentrum, das arbeitet mit dem Konzept Heavy-Metal-Therapy. Das heißt, da gibt es Sozialarbeiter, die einfach entdeckt haben, wenn man Musikerinnen, genau das, was wir vorher besprochen haben, Instrumente, Musikräume und so weiter gibt, merken die, ich kann was, die entdecken ein positives Selbstgefühl, entwickeln Zusammenhalt und Sinn. Und das spiegelt genau diesen Wandel des Zugangs wider. Also von toleranter werden, von einem differenzierten Bild entwickeln und auch einfach eine liberalere Gesellschaft heutzutage. Jetzt gehen wir eigentlich zur Gegenwart zurück und mit Corona, mit der Pandemie, das heißt auch für Musiker, Musikerinnen, war es nicht mehr möglich aufzutreten, keine Konzerte zu geben. Du hast unlängst erwähnt, ich habe auf Facebook, glaube ich, gesehen, ein Video, dass durch dieses keine Möglichkeit mehr mit den Fans interagieren, also live zu spielen, also das Live-Erlebnis, ja, dass es doch einen Produktivitätsschub in der Metal-Szene gegeben hat. Das ist vollkommen richtig. Das ist also, das ergibt sich schon einmal ganz einfach aus der pragmatischen Situation. Wenn ich ein Musiker bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder trete ich live auf und promote ich das Album, das ich gerade habe. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann schaue ich, dass ich ein neues Album produziere. Und genau das ist im Moment der Fall. Das heißt, aber was daran irrsinnig spannend ist, ist, dass all diese Themen, die in der Pandemie, in diesem Diskurs so seit einem Jahr präsent sind, nämlich Krankheit, Tod, Dunkelheit, Unsicherheit der Zukunft und so weiter, das sind ja ureigene Heavy-Metal-Themen. Das ist genau das, was wir schon am Anfang von Heavy-Metal gesagt haben. Diese dunkle Seite des Lebens, und das
spiegelt sich jetzt einfach in dieser neuen Musik, in die es in der steirischen Szene gibt, einfach wieder. Und deswegen ist es fast so ein natürlicher Reflex der Heavy-Metal-Szene, dass man einfach beginnt, diese kollektiven Erfahrungen aufzuarbeiten, neue Musik zu produzieren. Und dadurch ist es einfach durch diese beiden Aspekte, durch den ganz pragmatischen Aspekt, ich will als Musiker was tun, ich will was Neues aufnehmen, aber das neue Thema, das aber irrsinnig gut zu der Musiksprache passt, mit dem ich beschäftige, wenn das zusammenkommt, das hat so einen Produktivitätsschub ausgelöst. Und gerade im Moment, in den letzten Monaten, Wochen, ist das in der Steiermark ganz stark spürbar. Es gibt neue Alben, es gibt neue Sampler. Und was ich einfach stark finde, ist, das ist ein positives Ereignis von Corona, was anderes ist das ja nicht. Also es ist gezwungenermaßen positiv, aber es ist positiv. Ja. Eine Frage noch und jetzt quasi abschließend, ja. Wir sind schon lange beim Thema, wie ich könnte jetzt noch mit dir stundenlang weiterreden, ja. Also da könnte ich noch eintauchen. Metal und Gesellschaftskritik hat es ja immer so gegeben, aber jetzt gibt es ja auch Bands, die sich dann quasi global damit beschäftigen, die sich ja mit dem Klimawandel thematisieren und darauf aufmerksam machen. Ja. Ist das eine Richtung, wo man sagen kann, es geht auch immer mehr in diese Richtung, jetzt dann Fridays for Future, die ganzen Jugendlichen, Schüler, Schülerinnen, die sagen, also tut's bitte was, weil das kann ja nicht so weitergehen und da auch die Metal-Szene, die das auch darauf aufmerksam macht und eigentlich sagt, dahingehend muss was unternommen werden, auch ein Protest von dieser Seite. Ist vollkommen richtig, das gibt es. Also das beste Beispiel dafür ist die französische Band Gojira. Die protestieren schon seit 2005, also haben sie wirklich ein Konzept, das wirklich auf diese Themen Klimawandel, Ungerechtigkeit, Kapitalismuskritik und so weiter hinschaut. Aber wir haben in der Steiermark ein wunderbares Beispiel dabei, ein wunderbares Beispiel dafür. Und zwar ist das die Band Hidden for Ray. Die hat 2020 ein Album rausgebracht, das heißt Weltenwandel. Und das ist thematisch, ich habe letzte Woche mit denen gesprochen, das spiegelt genau diese, die haben so eine Frustration angesichts dessen empfunden, was so an Dunkelheit in der Welt vor sich geht. Und genau das habe ich da drinnen. Ja. Welche Stilrichtung ist es? Welche Metal-Richtung? Das ist selbst, also ich würde es als Melodic Death Metal bezeichnen. Ja. Aber das gibt es natürlich. Und, aber noch ein ganz wesentlicher Aspekt dazu ist, also du hast jetzt explizit das Thema Klimawandel, Pandemie und so weiter angesprochen. Wir sind eigentlich dabei wieder genauso bei der Grundregel der Heavy-Metal-Geschichte, nämlich dass sie alle großen sozialen Themen, die diese Subkultur sozusagen von außen umgeben, die spiegeln sie einfach auch in dieser Subkultur wieder. Und genau das habe ich auch bei diesen Themen. Ich beschäftige mich in Musik einfach mit der Welt, die mich umgibt. Und genau das habe ich da, ja, das habe ich ganz stark. Und ich gehe davon aus, dass das noch ein viel stärkeres Thema werden wird. Ja. Letzte Abschlussfrage jetzt wirklich von mir. Spielst du auch in einer Band? Hast du in einer Heavy Metal Band gespielt oder bist du quasi nur Konsument und jetzt auch Forscher dazu? Also ich spiele selbst ein bisschen Gitarre, aber ich habe nie in einer Band gespielt, dazu reicht es einfach nicht, dafür bin ich so schlecht. Ja, du Peter, noch einmal vielen Dank, dass du bei mir warst, in deinem Geschmackslabor-Gespräch, spezielle Ausgabe zu Heavy Metal, ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt und mich auch schon begleitet seit der Schulzeit. Da können wir uns noch viel unterhalten, was ich dort erlebt habe, auch in Bezug mit Klassenkollegen, mit Lehrern und sonstiges. Gell. Und ja, alles Gute weiterhin für die Forschung. Und ja, ich freue mich immer wieder dann von dir zu hören. Und wie gesagt, alles zum Thema Bands und was wichtig ist, posten wir dann unten, dass man es eben auch noch einmal nachschauen kann. Bitte auch die steirischen Bands zu unterstützen mit Albumkäufen, mit Live-Käufen, mit Konzertbesuchen, wenn es wieder möglich ist. Das ist ganz wichtig. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ich sage auch danke, lieber Fritz, ich habe mich ganz sehr gefreut, da zu sein, auch mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, das ist ganz, ganz spannend. Und ich will einfach auch den Aufruf unterstützen, gerade in so einer Zeit wie im Moment in der Krise. Unterstützt die lokale Musikszene, die sind da mit Herzblut dabei, die freuen sich über jeden Konzertbesuch und das bringt da wirklich was. Danke fürs Dasein.